Hallihallo, liebe Disney Dreamlight Valley-Freunde und herzlich willkommen zum vierten Teil unserer Serie Vorbereitung auf das Update Nummer 5. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Falls du neu sein solltest, herzlich willkommen hier bei uns. Ich bin Cinemoon und wenn du keine weiteren spannenden Tipps, Tricks und Speedbuilds zu Disney Dreamlight Valley verpassen möchtest, würde ich mich sehr freuen, dich mit einem Abo hier auf dem Kanal willkommen heißen zu dürfen. Im letzten Video haben wir über das Item-Limit und die gute Fee gesprochen und gefühlt eine Stunde, nachdem ich das letzte Video veröffentlicht habe, sind schon weitere News dazugekommen und ich bin schon ganz aufgeregt, also lasst uns gleich reinstarten. Okay, liebe Leute. So langsam werde ich aufgeregt bezüglich dem neuen Update. Wie geht's euch damit? Freut ihr euch auch schon so sehr wie ich? Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Ich will alles wissen, weil ich bin mega gehypt. Also, ihr Lieben und Liebgebliebenen, gestern hat Disney das neue Artwork zum Update gepostet. Und ich übersetze euch als erstes mal den Text auf Deutsch. Mit ein wenig Dreamlight können auch in der Dunkelheit Wunder gefunden werden. Entdecke einige der bestgehüteten Geheimnisse von Dreamlight Valley in die Erinnerungen, unserem bisher größten Story-Update, das Anfang Juni erscheint. Also, lasst uns mal das Artwork genauer anschauen. Als erstes sehen wir natürlich die gute Fee mit unserem Charakter. Ich habe übrigens meine liebe Alyssa genau gleich gestylt wie der Charakter im Bild. Leider fehlt mir aber noch das rote Hemd. Ich hoffe, dass ich es bis zum Update bei Dagi im Shop ergattern kann. Falls das jemand von euch bereits im Besitz hat, schreibt mir das gerne und schreibt mir auch gerne, wo ihr das herbekommen habt. Wie gesagt, den Rest habe ich genau gleich, die gleiche Frisur, das Krönchen, die Schuhe, die Hose, das Oberteil. Es ist alles gleich, mir fehlt nur noch das rote Hemd. Das Einzige, was ich bei meiner Alyssa gleich gelassen habe, waren die Augen. Die sind bei mir ein bisschen etwas anders mit Lidschatten drauf. Das habe ich aber gelassen, damit das trotzdem, sage ich jetzt mal, Alyssa treu bleibt. Aber der Rest ist wirklich gleich. Ich finde, der Charakter schaut einfach so süß aus und ich wollte dieses rote Hemd schon ewig. Aber irgendwie gibt es das bei mir leider nicht im Shop. Anyways, wir kennen ja bereits das Bild von der Bank im Vergessenen Land, wo wir den Zauberstab der guten Fee bereits gesehen haben. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig auf die gute Fee und ich bin schon mega gespannt, welche Quests uns erwarten werden. Und dann gibt es natürlich noch auf der rechten Seite das Baumhaus. Es schaut total süß aus und ich habe lange überlegt, wem es gehören könnte. Und dann sind mir aber zwei Sachen eingefallen. Erstens hat Disney bereits gesagt, dass wir künftig mehrere von unseren eigenen Häusern platzieren können. Aber aktuell gab es die Hauskins nur im Premium-Shop zu kaufen. Wir kennen ja das Schloss, wir kennen die süße Hütte und ansonsten konnte man ja bisher nur die Hauskins farblich ändern. Und dann habe ich mir gedacht, eventuell ist das ein Hauskin, der allen Spielern zur Verfügung steht, quasi kostenlos mit dem Update. Und zweitens haben wir dieses Baumhaus bereits gesehen. Und zwar in der allerersten Cutscene, wenn ihr euch noch erinnert. Ich blende es euch jetzt hier einfach mal ein, wie ich das allererste Mal Disney Dreamlight Valley gespielt habe. Das war echt sehr, sehr süß. Ich habe nämlich nochmal in das Video reingeschaut. Also das Offizielle findet ihr natürlich in der Playlist, ist mit der Zahl 1 gekennzeichnet. Und ich habe das so herzallerliebst gefunden, weil ich als allererstes sage, vielen lieben Dank für 29 Abonnenten. Und dann habe ich echt ein bisschen schmunzeln müssen und habe mir gedacht, es ist eigentlich ein Wahnsinn, was hier seit Disney Dreamlight Valley sich auf meinem YouTube-Channel getan hat. Also an dieser Stelle möchte ich auch echt nochmal ein riesengroßes Dankeschön an euch aussprechen. Wegen euch macht mir das alles hier so viel Spaß mit den Videos. Ihr motiviert mich immer sehr mit euren lieben Kommentaren.
Und es macht mir jedes Mal so eine Freude, wenn ich dann auch einfach selber sehe, hey, ich habe dir jetzt eine Arbeit in dieses Video reingesteckt, recherchiert, ein Skript geschrieben und. Und wenn das dann so gut bei euch ankommt, das ist halt einfach für mich echt so, ja, das macht mir so eine Riesenfreude. Viele von euch wissen ja, ich habe einen ganz normalen Vollzeitjob. Ich mache das hier alles nur nebenbei und ich mache es auch wirklich gerne, weil einfach es kommt so viel Positives von euch zurück und ihr motiviert mich immer. Und da wollte ich an dieser Stelle wirklich nochmal an euch alle ein riesengroßes Dankeschön aussprechen. Auch, dass wir einfach so eine liebe Community sind, die sich immer einander unterstützen und supporten und sich auch mal gegenseitig Tipps und Tricks geben, wenn ich wieder mal zu langsam bin mit den Kommentaren lesen. Also wirklich ein riesiges Dankeschön an euch. Und ja, damit ich jetzt nicht so viel rumblabbel, hat Disney ja geschrieben, dass dies das bisher größte Story-Update sein wird. Ich freue mich da mega mäßig drauf. Endlich geht die Story weiter. Ich war ja damals ganz hin und weg, als wir dem Vergessen gefolgt sind. Und das blende ich euch hier nochmal ein, weil ich einfach so schockiert war. Oh, wer ist das? Wer war sie? Sie hat ausgeschaut wie eine böse Alyssa. I love it. Ja. Folge dem Vergessen durch das dunkle Portal in der Nähe des Elefantenfriedhofs. Let's go. Alles in allem freue ich mich riesig auf das Update. Und das letzte Update, Pride of the Valley, ist ja am Mittwoch, den 5. April erschienen. Und da ja Disney Dreamlight Valley von Anfang Juni spricht, könnte es ja eventuell der Mittwoch, der 7.6. sein. Ist jetzt natürlich nur eine Spekulation meinerseits. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich hoffe, dass es sich zeitlich ausgeht, dass ich bis dahin wieder in meiner Wohnung bin und dann gleich zum Release natürlich direkt streamen werde. Also falls ihr mir auf Twitch noch nicht folgt, schaut gerne vorbei. Dort machen wir auch öfters mal gemütliche Disney Dreamlight Valley Streams, wo wir einfach mit der Community ein bisschen plaudern, nebenbei ein bisschen dekorieren oder Items sammeln. Da tauschen wir uns immer eigentlich ganz nett aus und haben immer einen Spaß miteinander. Also falls ihr mir auf Twitch noch nicht folgt, findet ihr den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Ich blende es euch jetzt hier auch nochmal ein. Also würde ich mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut, wenn wir ein bisschen tratschen können. Und ja, das ist es im Großen und Ganzen auch schon wieder gewesen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und auch ein bisschen Vorfreude auf das neue Update gebracht. Und falls ja, freue ich mich wie immer sehr über ein Abo und ein Däumchen nach oben und schreibt mir wirklich sehr, sehr gerne eure Gedanken. Lasst uns ein bisschen quatschen. Freut ihr euch schon auf das Update? Ich will alles wissen. Und ja, bis dahin würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr euch das anschaut. Und ich freue mich, wenn wir uns in einem meiner anderen Videos wiedersehen.